Heute machen wir ein Minecraft-Mob-Battle gegen meinen besten Freund. Aber wir sind in der Mutanten-Dimension. Was aber mein bester Freund Buffle nicht weiß, dass ich mit einer Glaswand cheaten werde. Ich werde genau sehen können, was für Mobs er platziert und ich werde dann die perfekten Counter platzieren. Buffle, bist du bereit für das epische Mutanten-Mob-Battle? Na klar bin ich bereit mit meiner Zombie-Armee. Guck dir die mal an, damit werde ich gewinnen. Buffle? Was passiert denn hier? Du weißt schon, dass du deine Zombies zu Mutanten machen musst, denn wir sind in der Mutantendimension, Buffle. Oh nein, warum sagst du mir nicht das früher? Guck, ich zeig's. Du nimmst so einen Mob, dann musst du die Chemikalie X draufwerfen und dann wird er zu einem Mutant. Guck. Und? Er kriegt noch Schaden. Bam! Und jetzt kriegt er keinen Schaden mehr. Wie cool ist das denn? Ja, das wird mega episch. Ich gehe jetzt auf meine Seite. Let's go, Leute. So, Freunde. Ich bin auf meine Seite und wie ihr sehen könnt, ich kann alles sehen, was Buffle so macht. Und jetzt werden wir warten, was Buffle für Mutanten da platzieren wird. Lasst ein Like, abonniert den Kanal, Freunde, nicht vergessen. Und dann werden wir alles auskontern. Das heißt, wir werden Mutanten nehmen, die viel stärker sind als seine, um die Runde zu gewinnen. Damit wird er nicht rechnen, dass ich die platzieren werde. Leute, der nimmt Creeper und wirft überall diese Chemikalie drauf, damit die zu Creeper-Mutanten werden. Oha. Okay, Buffle dreht durch. Aber ich werde auch diesen einen Bogenschützen hier lassen, wenn er mir den schon gegeben hat. Du behältst den Bogenschützen? Okay, gar kein Problem, denn ich weiß schon, wie ich das Ganze countern werde, Leute. Okay, Leute, ich habe eine Idee, wie wir die Creeper besiegen können. Wir platzieren so ein Riesen und dann nehmen wir hier dieses Tool, machen Rechtsklick, nehmen diese ganzen schlechten Sachen raus, so. Und jetzt hat unser Mob eine krasse Rüstung. Aber das war noch nicht alles, Leute. Wir nehmen einen Totem auf Undyne, damit er gar nicht mehr stirbt. Und das stärkste OP-Sword, was wir jetzt hier momentan haben, nehmen Sharpness 5. Andy, wie weit bist du? Ein Moment, Buffle, hab dich mal ein bisschen, hab mal ein bisschen Geduld, so. Und jetzt wird's richtig krass, Leute. Jetzt nehmen wir hier das hier, bam. Nehmen das Schwert rein, tun das Totem rein, kopieren unseren Mob, Leute, so, ganz schnell. Und jetzt bam, wir hier alles voll mit krassen Dandy-Riesen, die werden so OP sein. Aber mach nicht mehr als 10, ich hab auch nur 10. Ja. So, also, Leute. Willst du schummeln, sagst du? Oh mein Gott, Leute. Okay. Ich würde sagen, ich bin bereit. Buffle, bist du bereit? Ich bin bereit. So, Leute. So, die Wand geht jetzt runter. Lass ein Like da, damit die Wand runtergeht. Abonniert den Kanal. Und ich würde sagen, bist du ready? Ich bin bereit. Soll ich die Wand wegmachen? Ja, zähl an. Okay, Leute. Die Creeper greifen meine... Guck mal, was für Riesendandys ich habe. Oh, das sind echt Riesendandys. Oh mein Gott, aber die sind langsam, aber es ist überhaupt kein Problem. Okay, deine Creeper, Mutanten-Creeper explodieren. Machen hier alles kaputt, Leute. Aber ich glaube, die werden verlieren, weil wir haben Totem auf Undying bei meinen Riesendandys. Oh mein Gott, oh Gott, die... Alter, was geht denn ab? Was passiert denn hier? Ey, warte, das sind schon mehr kleine Creeper. Warte, ja, die explodieren, die explodieren. Aber ich glaube, Leute, da die irgendwann selber draufgehen werden, die Creeper... Und meinen Totem haben, werden meine einfach so gewinnen. Wie viele habe ich denn noch? Ich habe 1, 2, 3. Nee, so viel habe ich gar nicht. Oh, ein Dandy ist draufgegangen. Oh. Oh nein, verlieren wir. Der nächste Dandy ist drauf. Verlieren wir. Los, Creeper, mir los. Da hat ein Totem. Aber da haben die. Funktionieren die Totems? Ich weiß nicht, ob die Totems funktionieren. Nein, als ob wir verlieren. Ja, der nächste Dandy ist draufgegangen. Oh. Macht schon. Oh mein Gott, das war richtig knapp. Nur noch ein Dandy ist am Ende übrig geblieben, Leute. Aber egal, wir machen jetzt direkt mal eine zweite Runde und dann sehen wir, wer dann die Runde gewinnt. Okay, Leute, wir haben die Arena wieder resettet. Es geht in die zweite Runde und jetzt bin ich mal gespannt, was Buffle Molle da so platzieren wird. Buffle, bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Okay, so, ich werde jetzt meine nächsten platzieren, so. Da wird er keine Chance haben. Was macht er denn da? Ich glaube, 5 Stück sollten reichen. Und wenn ich da jetzt meine Chemikalie drauf werfe, so zack, zack. Was hat er vor, Leute? Und da kommen jetzt. Oh mein Gott, Leute. Er hat seine Yetis zu Alpha-Yetis gemacht. Okay.
Das sind Schneemonster, Leute. Wie countern wir Schneemonster? Ganz einfach, Leute. Wir machen Feuermutanten. Da habe ich eine richtig nice Idee. Und zwar, Leute, ich habe eine richtig nice Idee. Wir brauchen Feuerkrieger. Also mache ich jetzt hier so ein Lava-Ding. Und da platziere ich jetzt in das Lava einen Soldaten. Werf die Chemikalie drauf und jetzt haben wir so einen Feuersoldat, Leute. Oh, wow. Oh mein Gott, Leute, der sieht mega OP aus, aber von dem brauchen wir ein paar mehr. Also nehme ich wieder so ein Lava-Ding, mach so ein richtig großes Lava-Becken und zwar so. Und jetzt kommt hier über, oh Gott, naja, da nicht unbedingt, aber über Lava, Leute. Dann platzieren wir die ganzen Soldaten. Werfen da überall die Chemikalie drauf. Ja. Was, oh. Was machen meine? Warum? Was? Warum wollen die hochspringen? Oh Gott, was springt? Nein, springt nicht da rein. Ja, deine. Nein. Oh, mein, nein. Nein. So ja. Ja. Nein. Ja, Leute. Nein. Guck mal, aber ey, ich sehe das Gewinner auch, wenn die irgendwie voll blöd da runter springen, Leute. Würde ich sagen, habe ich die Runde gewonnen. Dandy, ich würde sagen, das ist ein Unentschieden. Es sind einfach alle runtergesprungen. Das macht gar keinen Sinn. Am Ende waren nur noch meine Krieger, also meine Mutanten hier. Deine waren schon komplett weg. Deswegen bin ich der Sieger. Aber Leute, ihr könnt entscheiden, wer diese Runde gewonnen hat. Schreibt es mal in die Kommentare, ob Dandy gewonnen hat oder Buffalo. Aber ich würde sagen... Natürlich Buffalo. Ja, ja, ja. Du kannst die Arena wieder resetten und wir machen direkt mal eine neue Runde. Okay, Leute, die Arena ist wieder da, wo sie vorher war und es gibt eine dritte Runde. Ich bin mega gespannt, was Buffalo Molö vorhat. Er hat zweimal hintereinander verloren. Er fragt sich auch gar nicht, wieso er verloren hat, weil ich halt alles auscounter, Leute. Aber jetzt bin ich mega gespannt, was hat Buffalo vor? Ach, ich mache jetzt einfach was ganz Normales. Ich werde hier ein paar, Sachen von denen platzieren und dann das hier draufwerfen. Alter. Leute, wenn ihr wisst, was ich sehe, was er die ganze Zeit macht. Was ist denn da passiert? Oha, wie cool ist das denn? Jetzt wird er gar keine Chance haben. Oh mein Gott, Leute. Okay. Buffalo hat aus seinen Schweinen so Spinnenmutanten gemacht. Ah, Leute, wie countern wir das? Das sind ganz normale Tiere und Tiere sind sehr anfällig für, Gift. Wir brauchen irgendwas, was giftig ist, Leute. Damit werden wir ihn auscountern. Und zwar habe ich direkt schon eine Idee. So, der hier sieht doch ganz giftig aus, aber ein bisschen schwach ist er schon, Leute. Deswegen werfe ich die Chemikalie X und werde ihn zu einem Mutanten machen. Wow, Leute, guck mal, ich habe ihn zu einem Mutant gemacht. Er ist jetzt riesengroß und hat irgendwie 300 Lebenspunkte. Au, guck doch mal seine Zähne an. Damit wird er jedes von Buffalos Monstern bzw. komischen Mutanten-Schwein da vergiften. Aber das reicht noch nicht ganz, Leute. Wir brauchen noch ein zweites giftiges Monster. Und zwar so eine Biene. Bienen können auch stechen und giftig sein, Leute. Also zumindest in Minecraft. Nein, lass meine Biene in Ruhe. Oh nein. Kann er mal nicht meine Biene in Ruhe lassen? Ja, Leute, ich glaube, ich muss ihn kurz in Glas einsperren. Ah, diese Biene ist auch giftig, Leute. Und da werfe ich jetzt die Chemikalie X drauf, so. Und jetzt haben wir eine Bienenkönigin, Leute. Guckt euch das mal an, Leute. Und die hat noch zwei andere Bienen. Die ist mega giftig, Leute. Und ich sollte eigentlich damit gewinnen, Leute. Ich lasse hier meinen komischen Echsenkönig jetzt frei. Buffalo, bist du bereit? Ich bin bereit. Okay, Leute. Lasst ein Like da, wenn die Wand weggehen soll. Guck mal, die können es kaum noch erwarten. Let's go! Guck dir das mal an, Buffalo. Ich habe eine Bienenkönigin und so einen komischen Echsenkönig. Oh nein, meine Bienenkönigin! Nein, das kann doch nicht sein! Die ist ein... Warte mal. Ich hätte nicht gedacht, dass meine Mutanten so gut sind. Du hast viel zu viele platziert. Ich habe nur eine Königin platziert. Und einen von den König. Boah, das ist voll unfair, Leute, oder? Mein Gott, das ist krass. Wow, was er für krasse Attacken macht. Heftig, aber er ist voll in der Unterzahl. Oh, hier ist so eine Echse. Hilf ihm doch! Nein, was machst du da? Okay, okay. Bam. Okay. Okay, los. Oh, nein, knapp. Oh, du hast viel zu viele platziert, Buffalo. Oh. Ich habe nicht so viele platziert. Wow, okay, das war schon ein bisschen knapp. Aber warte. Komm, mach jetzt noch die andere Ecke hier weg. Nein,
Buffalo hat gewonnen, aber ich weiß nicht, ob das so fair war, Leute, denn er hatte natürlich war das fair. 15 von seinen komischen... Weißt du, wie viele Dandys du vorhin hattest? Naja, geht so. Platzier mal wieder die Arena. Wir machen eine neue Runde, Leute. Das macht mega Spaß, diese Kämpfe sich anzuschauen, was er gerade vorhat. Hä? Du hast gar keine Ahnung haben, ich platziere das und das. Das sind einfach so Tintenfische, Leute. Und wirft die Chemikalien, als ob das funktioniert niemals. Das funktioniert niemals! Das kann ich mir vorstellen. Oh, wow. Erscheint meine Monster. Leute, er hat so krasse Mutantenkraken. Oh mein Gott, wie wollen wir das denn countern? Wasserlebewesen. Was kann man gegen Wasser tun? Die einfrieren, Leute. Oh mein Gott, richtig coole Idee. Oh, Leute, ich mache hier was richtig krass. Und zwar, wir machen Schneemutanten einfach. Und zwar baue ich hier erstmal ganz entspannt aus Schnee. So, ja, wie man halt einen Iron Golem halt quasi machen würde. Mach da drauf einen Kürbis. Und jetzt werfe ich die Chemikalie X hier drauf und jetzt haben wir ganz viele Mutanten-Schneegolems. Ich glaube, damit werden wir gewinnen, weil die werden diese ganzen Wassermonster und das Wasser einfrieren, Leute. Okay, Buffalo, bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Ich markiere gerade die Wand. Okay, Leute, zwei Kraken gegen meine Schneegolem-Armee. Ich weiß ja nicht so ganz, ob das... Bist du bereit? Ich bin ready. Oh Gott, die haben richtig Lust. Okay. Ich werde jetzt die Wand wegmachen und... Oh, die frieren hier alles ein, die werfen mit Eis. Guck dir das an, Leute, es funktioniert. Woher wusstest du das? Hä? Tja, das war so nur so ein Gefühl. Oh Gott, was? Boah, deine Kraken sind aber stark. Aber machen die überhaupt was? Die können ja nichts machen, weil du die einfrierst. Du ja, Buffalo, ich hab dich ausgecountert. Easy. Ja, woher wusstest du das mit dem Counter? Oh mein Gott, meine Schnee... Oh Gott, Alter. Aber ey... Die sind echt stark, deine Kraken. Guck mal, wie viele... Was machen die denn? Die sind eingefroren, die bewegen sich ja, nicht mehr. Ja, die haben keinen Platz, sich zu bewegen, Leute. Ich glaube, diese Runde wird sowas von an mich gehen. Die habe ich komplett ausgecountert. Welcher Kraken geht zuerst drauf? Ich glaube, der linke, oder? Ich weiß es gar nicht, wer ist. Oh, aber ich glaube, der linke geht als erstes weg. Ja. Oh mein Gott, die frieren hier alles ein, Leute. Zieht euch das mal rein. Oh mein Gott. Was geht hier ab, Alter? Dandy? Was? Ich finde das nicht fair. Warum? Ich finde das nicht fair, weil du genau wusstest, was ich mache. Und das ist halt Zufall gewesen. Guck mal, wie es einfach, wie die Beine verlieren. Die haben nur hier kommen noch Beine. Guck das mal an, ich habe nur zwei Beine. Das war ein easy win für meine Schneegolem-Armee. Oh mein Gott. So, ich würde sagen, noch zwei Runden haben wir, Leute, und dann sind wir fertig. Die Arena steht, Leute, auch wenn hier überall noch ein bisschen Schnee von letzter Runde war. Und jetzt bin ich mal echt gespannt, was Buffalo Molö so hinzaubern wird. Okay. Was wird Buffalo machen? Was für Ideen? Der hat ja schon mal seine Chemikalie da auf dem Rücken. Irgendwas wird er jetzt machen, Leute? Ich hatte ja gerade, naja, ich sag jetzt nichts, was ich jetzt mache, weil eben habe ich ja gerade schon mal gewonnen. Ja. Und wenn ich... Stimmt, er hat ja mit den Schweinen gewonnen, mit was ganz Simplen. Jetzt platziert der Spinne. Mach jetzt einfach das. Und wirf Chemikalien drauf. Okay, jetzt bin ich aber mal gespannt. Und da sind meine neuen Monster. Oh, Leute. Er hat so krasse... Was sind das überhaupt? Spinnenreiter? Boah. Wie könnte man die besiegen? Ich habe eine Idee. Menschen, also quasi nicht so Mutanten, sondern Menschen, die auf Jagd gehen, könnten die quasi besiegen. Da habe ich eine Idee. Oh Leute, wir nehmen diesen Villager, ganz normaler Villager, werfen die Chemikalie X drauf und, Moment, habe ich getroffen, ja, verwandel dich! Wow, guckt euch das an, wir haben so einen Villager-König, der wird denen richtig easy besiegen. So, hey Leute, damit sollten wir eigentlich gewinnen. So, Buffalo. Bist du bereit für die nächste Runde? Ja, Dandy? Ja. Kann ich mal ganz kurz hier hingehen? Nee, warum? Was willst du hier? Guck doch nicht auf meine Seite. Darf ich nicht? Nein, was machst du da? Geh mal bitte auf deine Seite. Warum soll ich... Warum darf ich nicht auf deine Seite gehen? Weil du sollst nicht gucken, was für Mobs ich habe. Du wirst doch nicht... Du wirst doch fair spielen. Okay, dann... Oh Gott. Von hier konnte er es noch nicht sehen, Leute. Guck mal, wenn man hier steht, sieht man das nicht. Ah, Glück gehabt. Okay, bist du bereit, die Wand wegzumachen? Ja, bin ich. So. Er platziert noch mehr, Leute. Okay, ich glaube, er hat was gesehen.
Okay, ja, okay, ich bin ready. Ich bin auch bereit, hab die Wand markiert. So, hier? Und... Hey, warum tanzen die rum? Okay, let's go! Hast du die in dein Team gemacht? Perfekt. Ja. Kämpfen die überhaupt? Könige! Was macht ihr da? Ich glaube, die können sich gar nicht bewegen. Warum nicht? Doch, die kämpfen. Doch, jetzt. Die kämpfen, aber die brauchen ein bisschen. Die machen damit ihren Spitzhacken was. Also, die sind auf jeden Fall ein bisschen groß. Können sich überhaupt nicht bewegen. Aber die machen Schaden, glaube ich. Guck mal, die haben auch so viel Leben. Oh mein Gott. Die haben ja richtig viel Leben. Ja. Alter. Wer gewinnt das? Ich habe keine Ahnung, wer das gewinnt, ehrlich gesagt. Meiner macht mir selber Leben. Keine Ahnung. Machen die Schaden? Wow! Es hat voll. Wow! Wow! Was? Was? Wow! Achso, wenn die Könige draufgehen, dann explodieren die? Hä? Oh Gott, das aber war der Untergang. Ja, das ist die Superfähigkeit von den Königen! Hahaha! Muss ich selber eigentlich wieder kämpfen? Ja, Leute. Alle meine Spinnkönige weg. Ja. Aber es gibt noch eine letzte Runde, Leute. Die alles entscheidende Runde. Okay, Leute. Die letzte Runde beginnt. Ich habe keine Ahnung, was Buffalo, also noch nicht, was Buffalo machen wird. Aber sehen wir doch jetzt, was wird Buffalo da gleich platzieren. Wir werden es sehen und dann werden wir es easy auscountern und die letzte Runde auch gewinnen. Oh, Zombie-Mutant. Skelett-Mutant und Creeper-Mutant, er macht so eine richtige Kombination, Leute. Ha. Dandy, du bist nicht vorbereitet, was ich jetzt hier gemacht habe. Du hast gar keine Chance. Du aber wirst, ihr, Leute, kannst dir nicht mal vorstellen, was ich gemacht habe. Wisst ihr, Leute, dass Zombies, Skelette und Creeper sind voll anfällig für Sonne und da habe ich eine richtig gute Idee. Nee, rate mal, was ich hier hin platziert habe. Bin so ein... Naja. Was du hin platziert hast? Ich habe so das Gefühl, dass du Skelette, Zombies oder sowas platziert hast. Was? Woher weißt du das? Gegen meine Armee hast du keine Chance. Und die kriegen sogar schon direkt Schaden. Oh mein Gott. Ja, Buffalo, du hast ein Problem. Du hast ein großes Problem. Ja, der Kampf möge beginnen. Der Kampf möge beginnen, Buffalo. Es tut mir leid, aber meine Sonnen brennen deine Mutanten weg. Dandy? Ja. Warum kannst du durch die Bedrock-Wand gucken? Oh Dandy? Mensch, Leute, Buffalo hat das Dandy, erfahren! Das? Deine Sonnen haben mir das einfach gezeigt, dass du hier ganz einfach schummeln willst. Nein, Leute, Buffalo hat's herausbekommen, dass ich schummle. Oh Mist. Aber, ey, komm, das war trotzdem lustig, Buffalo, sei ehrlich. Ja, ich muss schon sagen, und ich habe mich echt gewundert, wie du die Kraken gekontert hast. Yeah, jetzt weiß ich ja, wie du es gemacht hast, weil du geschummelt hast. Leute, wenn ihr mehr von dem Mob-Battle sehen wollt, lasst ein Like, da abonniert, aktiviert die Glocke, schaut bei Buffalo vorbei, da gibt es auch ein Video und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Tschüss! Tschüss!